Womit kamst du vor 3 Monaten zu mir? Was waren die Probleme? Was waren die Gedanken? Weißt du das noch? Ja, ein paar weiß ich noch. ja, es waren auf jeden Fall die Struktur, die gefehlt hatte, in der Ernährung, beim Sport vor allem, beim Sport, dass man halt nicht wusste, ja, wie macht man es richtig, weil ich ja doch wirklich alles Mögliche irgendwie gemacht hatte, ne, an Übungen, am Training, sei es zu Hause, sei es im Fitnessstudio, sei es Joggen gewesen. Man hat irgendwie alles mitgenommen und hatte keine wirkliche Struktur, ne? Und auch mit dem Thema Ernährung auch war genauso. Klar wusste ich schon so ein bisschen, ja, man muss halt auf Proteine achten, aber so wirklich richtig damit umgehen konnte ich auch nicht. Ja, welche Menge, wie viel Kalorien muss man eigentlich überhaupt zu sich nehmen? Das hat man dann alles erstmal so vor Auge gezeigt bekommen, wie es halt geht, ne? Genau. Ja, und du warst ja auch nicht ganz unerfahren, ne? Du hattest doch, ich glaube, Weight Watchers und so hast du doch. Was hattest du da nochmal alles vorher gemacht? Ja, genau, hatte Weight Watchers gemacht, Intervallfasten, so diese ganzen Diäten, Crash-Diäten, alles durchgehabt, ja. Ja. Dass es so geht. Man hat sich halt immer irgendwie an so einem Strohhalm festgehalten und hat gehofft, dass es das dann klappt, ne? Ja. Was glaubst du, warum war da nirgendwo eine Sache, eine Lösung, eine Ernährungsform dabei, die langfristig für dich funktioniert hat? Woran lag das? Ja, vor allem, es waren halt immer so feste Strukturen, also so komische Strukturen, wie sei es jetzt, man muss jetzt das essen, um sein Ziel zu erreichen, oder man darf das vor allem nicht essen, oder du musst die Sportart, genau diese Sportart durchführen, um an dein Ziel zu kommen. Und ja, man hat halt wirklich nur wie so ein Tunnel das gemacht und ja, alles andere irgendwie aus dem Augen verloren, ne? Ja. Du hast, das möchte ich dir nochmal vorlesen, du hast mir gesagt, ganz am Anfang, ich möchte strukturierter in meinem Training und in der Ernährung sein. Ich möchte Spaß am Sport finden, aber gleichzeitig Sport nicht als ein Muss sehen. Ein Trainingsplan, der zu mir passt. Das waren so die Dinge, wo du trainingstechnisch nicht weiterkamst. Ja. Wie ist es jetzt? Total das Gegenteil. Also im positiven Sinne. Also Sport macht mir jetzt enorm Spaß. Ich habe da richtig Spaß dran gefunden, auch im Kraftsport halt, wo ich auch immer gerne hin wollte. Was ich jetzt auch geschafft habe, auch an den Gewichten. Ich bin so happy, ja, wie stark ich eigentlich geworden bin, was man von einem selber ja nie geglaubt hat, dass man das schaffen könnte. Genau, und halt, man hat eine feste Struktur, ne? Ich weiß, was ich zu tun habe, welche Übungen ich zu haben und vor allem, wie ich sie auszuführen habe, richtig. Was man vorher halt vielleicht auch so ein bisschen wusste, aber halt nie wirklich. Und ja, das ist halt total schön. Also, wie ich schon mal gesagt habe, so, ich wäre damals nie vor meinem Spätdienst ins Gym gegangen, um 7 Uhr morgens. Da wäre ich lieber noch im Bett geblieben, die alte Tanja. ja, und jetzt freue ich mich drauf, ne? Und wenn ich mal keinen Sport mache, merke ich richtig, wie es mir in den Fingern juckt, dass ich unbedingt wieder hin muss. Mega, ja, mega cool. Also das ist ja auch etwas, ne, wo wir auch für dich geguckt haben, okay, wie kannst du es irgendwie integrieren? Du hättest ja auch von zu Hause irgendwie was machen können oder so. Aber haben wir ja jetzt einen Weg gefunden, wie du es durchziehen kannst, so dass es zu dir passt. Und aber halt auch, also wenn der Spaß dabei ist, dann geht man ja, wie du gesagt hast, gerne, ne? Da denkt man nicht, oh, jetzt irgendwie noch ins Fitnessstudio vorm Sport. Du merkst, es bringt was, du merkst, ich sehe Erfolge, da, dann hat man auch Spaß dran. So, der Spaß kommt ja häufig mit dem Erfolg, ne? Total. Es ist nicht mehr im Kopf dieses, ich muss unbedingt gehen, weil, sondern ich gehe gerne, weil es mir Spaß macht. Ja. Weißt du noch, was du sonst auch in Bezug auf Ernährung oder Mindset oder die Körper vor 3 Monaten noch gesagt hast, womit du unzufrieden warst? Ernährung, ja, Ernährung war halt auch viel, viel Input von außen, also zu viele Informationen, zu viel Einfluss, wo man überhaupt nicht mehr wusste, was ist jetzt die richtige Mitte, vor allem für einen selber.
Ja. Und das, glaube ich, hatte ich enorm, ja. Ja. Was jetzt auch nicht mehr ist, Gott sei Dank. Mhm. Ja, und Mindset war halt auch irgendwie im Vordergrund, war halt, hätte ich auch nie gedacht, tatsächlich. Mit Thema Waage, was ich ja hatte, hatten wir mit Thema Waage, auf die Waage stellen. Jeden Tag hatte ich das ja gemacht damals und war so fixiert auf dieses Gewicht, was da stand, dass ich da unbedingt von runter wollte und irgendwie so eine bestimmte Zahl im Kopf immer hatte. Und dann habe ich mich ja mal gar nicht auf die Waage gestellt. Anfangs war sehr schwer, muss ich sagen. Ja. Aber das hat sich echt nach einer Zeit gelegt und es tat auch gut irgendwie dann, nicht immer diesen Fokus im Kopf zu haben. Und das habe ich jetzt auch gar nicht. Also ich habe mich wirklich seit dem Coaching nicht einmal auf die Waage gestellt, weil ich da auch selber dann gar keinen Druck mir selbst gemacht habe dann, ne? Was ich mir vorher halt immer gemacht hatte. Ja, richtig, richtig cool. Ja. Ja, und gleichzeitig, du hast ja jetzt auch noch mal Umfänge genommen, sehe ich gerade. Da ist ja auch was passiert. Ja, ist auch ein bisschen was passiert. Habe ich mich auch gefreut. Mega, also ich müsste das jetzt hier nochmal ausrechnen, aber hier sind es 3 Zentimeter, da sind 4, ich muss das rechnen hier, 6 Zentimeter verloren und am Po 3 aufgebaut. Ja, voll gut. Ich war jetzt irritiert und dachte mir, ja, nee, klar, muss ja ein bisschen mehr werden. Ja, richtig cool, also mega, ja. Ja, ich meine, bei dir ist es ja eh so, da waren jetzt, wir hatten ja Fotos, die so vom Winkel her und so, ne, die waren sehr nah und Ja. alles nicht ganz so optimal. Ja. Und zahlenmäßig natürlich bei dir auch einfach nicht so. Du hast schon einen relativ niedrigen Körperfettanteil, du musst ja jetzt hier keine 30 Kilo verlieren. Und immer bei solchen Ausgangssituationen ist das ja immer schwierig, sich nur auf die Waage oder nur auf Zahlen zu konzentrieren. Genau, also eher auf, wie fühle ich mich und so. Wie fühlst du dich denn jetzt mit deinem Spiegelbild? Gut, also ich kann jetzt in den Spiegel schauen und sagen, ja, was ich vorher hatte, dass ich das nicht so akzeptieren konnte, wie ich aussehe, habe mich nicht wohl gefühlt, habe mich nicht gerne im Spiegelbild gesehen, was jetzt anders ist. Also ich gucke mir jetzt in den Spiegel an und bin, wie man immer so, wie du immer schön gesagt hast, liebevoll zu mir selbst. Und ja, also akzeptiere es so, wie ich aussehe. Klar, ich sage, da ist natürlich noch ein bisschen was offen, ne, was man noch erreichen kann, aber was ich ja jetzt, danke dir, dann in Zukunft schaffen werde. Jeden Fall, ja. Vor allem, ich glaube, das Wichtigste ist, du merkst, es geht in die richtige Richtung, ne? Ich werde stärker, ich Ja, habe genau. Muskulatur, ich habe ein paar Zentimeter verloren, ich verliere ein bisschen Fett, ich baue auch Muskulatur auf, ne? Sonst würde ich nicht stärker werden, Ja. um Zentimeter am Po dazu gewinnen. Das Richtig. geht in die richtige Richtung. Wie schnell letztendlich ist ja nochmal eine andere Sache. Ja. Ne? Ich meine, klar, wir hatten ja noch, also Proteine sind ja immer so ein Thema bei dir. Ich glaube, da ist es auch wichtig, wenn wir nochmal in die Zukunft schauen, dass das etwas ist, worauf du, also wo klar, ne, einfach noch ein bisschen mehr geht, wo es dann vielleicht nochmal, ne, mehr gegangen wäre, was Körper angeht. Aber ist ja kackegal. Also wenn du merkst, okay, ich weiß, das ist dann vielleicht da meine Schwachstelle, ich weiß, ich kann da immer mal wieder drauf gucken, und ich bemühe mich und es geht aber trotzdem einigermaßen auch voran. Ne? Das ist ja irgendwie das Wichtige. Total. Ja, aber auch mit dem Trinken. Das ist wirklich, also klar, ab und an schwankt es mal, aber im Gegensatz, was ich vorher natürlich getrunken habe, das war ja gar nichts dagegen. Ne? Also ich habe ja sonst erschreckend zu sehen, wie wenig man doch eigentlich vorher getrunken hat, ne? Was ja eigentlich so wichtig ist. Ja. Du hast auch noch, das möchte ich dir auch gerne noch einmal spiegeln. Du hast damals gesagt oder geschrieben zum Thema Mindset-Ziele und womit bin ich jetzt gerade unzufrieden, was möchte ich verändern? Hast du vor 3 Monaten, noch vor 12 Wochen noch gesagt, ich möchte mich selbst nicht mehr unter Druck setzen, ich möchte mein Spiegelbild wieder schön finden, ich möchte, dass sich nicht mehr ständig alles ums Thema Essen dreht. Ich möchte mir keinen Kopf mehr machen, wenn ich auswärts esse. Ich möchte Süßes ohne schlechtes Gewissen essen. Ich möchte mich weniger mit anderen vergleichen. Und ich möchte meinen Weg finden. Ja, Weißt du das das noch? war ich auf Kann jeden ich das Fall. alles verstehen? Schau mal, es kommt einem so lange irgendwie Ja. her. Total verrückt, ja. Ja, Ja, das stimmt. Das waren mega. einige Themen.
Einige, ja, und ganz viele sind einfach, also aus meiner Sicht, komplett weg. So dieses Ja. Unsicherheit, was soll ich wie, wo, wie essen, dieses ganze, oh, war das jetzt richtig, war das zu viel, war das zu wenig, dieses Kreisen ums Essen. Ja. Wie sieht es aus mit kein Kopf mehr machen, wenn ich auswärts esse? Ist auch total weg. Cool. Also habe ich gar nicht mehr. Ich gehe essen und dann genieße ich das, was ich esse und verschwende keinen Gedanken mehr daran, dass ich sage, mein Gott, jetzt habe ich viel zu viel gegessen, ne? Und jetzt muss ich morgen wieder radikal Diät machen. Also das ist total komplett weg. Mega. Das habe ich gar nicht mehr. Was? Mega. Du bist lockerer, entspannter geworden mit der Ernährung, mit dir, mit deinem Körper. Du merkst aber gleichzeitig, es geht voran, ich werde stärker und also es ist ja mega. Was glaubst du, warum? Warum ist das jetzt so toll? Ja, also erstens, weil ich an mir gearbeitet habe, wir an uns gearbeitet haben, definitiv. Ja, ein Weg gezeigt worden ist, wie es langfristig vor allem klappen kann, ohne große Verzichte, was mir ja auch wichtig war. Ja, und das ist, glaube ich, hauptsächlich der Grund, warum ich jetzt so total, ja, entspannt, selbstsicher, selbstbewusster auch geworden bin, muss ich tatsächlich sagen, weil ich jetzt weiß, wie es funktioniert. Ne?